So Leute, was geht? Hier ist Maschine Mosh Games TV und wir spielen mal weiter. Fallout 4 und wir beginnen eigentlich da, wo ich eigentlich tot bin. Bisschen woanders. Wir gucken jetzt mal, wo wir sind. Ach, wir waren doch hier. Okay, gut. Alles klar, dann ist es halt nicht so weit. Wir waren bestimmt... Ah ja. Okay, der ist down. Hier ist war noch einer wahrscheinlich. Ja. What the fuck? Oh du Scheißbisser! Lass den Hund in Ruhe, du Scheiß Homo. Okay, die Siedler müssen wir finden. Erstmal alles einsammeln. Jawohl. Yeah, baby. Oh. Nice one. Ah. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Abgeschlossen. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir hier ein paar Probleme. Wer sind diese Leute? Verdammt. Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus, aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, Belongs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Gottverdammt. Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang, aber Nein, sind trotzdem das ist es nicht. Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen, sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker... zäher, immun gegen Strahlung und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man eine nicht findet. An das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also... ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Na gut. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Aha. Interessant. Na gut, dann werden wir eine neue Sache haben. Es kommt was. Und es ist wütend. Oh, Ma'am. Dogmeat hat Hilfe für uns gefunden. Sieh mal einer an. Ja, schön. Mister? Jun Long. Ah. Nein. Merci. Nein. Okay. Hilfe und kriegen einen Vault-Bewohner? Was willst du in diesem dummen Anzug tun? Halt's mal.
Einsteiger. Ha! Weg mit dir! Ja, können wir benutzen? Sieht so aus. Oh shit, was ist denn das? Na gut, das kann ich ja nicht so gut lesen. What the fuck? Hacken. Na sowas. Fehler. Okay, wir lassen das einfach. Wir wollen doch kein Watch Dogs spielen. So, soll ich mit dir reden, mein? Willst du es versuchen? Schlechter als ich kannst du nicht sein. Ah, okay. Na gut, wir versuchen mal. Aber erstmal wollte ich mal gucken, was wir denn alles haben. Steampack, right away have ja keine. Level up. Ist schon mal gut. Was nehmen wir denn? Beweglichkeit, Glück, Ausdauer. Ach, lass es mal Ausdauer nehmen. Yep. So, okay. Automatische Speicherung. Da lang. Hier lang? Ah ja. Oh. Gut. Ach, warte kurz. Wie nehme ich eigentlich meine Rüstung? Wie ziehe ich die an? Das ist die Frage jetzt. Da. Ja, das kennen wir doch schon. Ach ja, hier haben wir mal Impro-Automatik. Reichweite. Ja, lass es mal nehmen. Brille. Brauchen wir erstmal nicht. A-Klammern. Waffenkleidung. So. Gammler-Outfit. Haben wir noch was Cooles? Oho. Was haben wir denn noch Schönes? Eigentlich so gut. Ja, ja. Okay, dann nehmen wir mal. Oh, können wir nehmen. Wie sehe ich jetzt aus? Achso, na gut. Ich kann nur so sehen. Ah ja. Okay. Abgeschlossen. Zu schwer. Ah, immer wieder das. Wo ist denn das? Oh, keine Ahnung. Oh! Ihr Affen! Ah, da soll ich hin. Endspiel. Ach so. Hab ich verkackt? Oh Mann. What? Huh. Komm mal schon. What? Was hab ich? Ich hab gar nichts gemacht? Okay. Mann! Das ist nicht gut. Oh Mann, ey. Gut. Mann. Hör auf. Ah.
Mann, was ist denn das? Gut. Fuck! Warum? Das kann nicht sein. Jawohl! Oh Mann, Mann, Mann. Nehmen. Was haben wir denn noch hier? Haben wir noch was? So. Opfer. Was ich jetzt hin wieder? Nach oben. Hm. Lass uns mal. Wo genau? Wo genau sollen wir hin? Hier? Ja. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich gehen soll. Will ich doch zurückgehen oder nicht? Ja, denke schon. Achso, ne, hier nicht. Hm, muss hier nochmal hin. Hier lang. Hier war ich doch schon, oder? Soll ich doch mal da oben. Entschuldigung. Ui. Ah, Moment, hier doch, Mensch. Mensch. New Call aktivieren. Ha! Nice one. Aktiviert. Kühlschrank öffnen. Oh, hier. Ja, wir haben ein paar schöne Sachen. Da habt ihr keins gemerkt. What the fuck? Achso, ich dachte schon. Ach ja, das ist der Typ. Oh, man. Waren wir hier? Doch. Hier waren wir schon. Ah, jetzt sind wir hier. Sehr gut. Aber es scheint nicht, dass ich hier zurückkommen soll. So. Sturges. Ja, ich weiß, was du denkst. Der Typ ist riesig. Der könnte die Minigun ohne dumme Powerrüstung hochheben. Nein. Nein, danke. Keine Waffen. What? Oh, was habe ich gemacht? Oh, shit. Ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Fuck, es kann jetzt so wirklich sein, dass ich verkackt habe. Alter Schwede, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe echt keine Ahnung. Uiuiuiui. Nein. Tschüss. Geht ja knicken, Alter. Bevor ich da was mache. Könnt ihr knicken? Hab versprochen, dass wir schaffen. Ja. Gott ist nicht heute. Du verleihst. Ach, hier. Tsch. Exit. Oh. Tja, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen. Weil ich höre eigentlich so gut wie gar nicht zu. Oh, damn. Aha.
Rechtes Bein. Oh, dear. Ho! Power-Rüstung reduzieren in Schade. So, mein Befehl ist, junger Mann. Hey. Warte da. Bleiben. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus dem Meer. Bei uns kommen nur wenige vorbei. Das muss ich zugeben. Ah, so ist das also. Verpisst euch. Autsch. Kann ich einfach so... Kann ich einfach so springen? Oh, shit. Shit, ey. Das Ding, ich sehe die fast gar nicht. Wo sind die? Da. Oh ja, yeah, baby. So, dann auf. Ihr Pisser. So, ich würde mal sagen, ich nehme mal... What the fuck? Tschüss. Und die Pistole. What the? What the fuck? What the? Oh, hold him. Hold him. Hold him. Oh, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Verpiss dich. Geh weg. Alter, aber ich krieg voll Schiss gegen den Typ, Alter. Alter! Alter! Mann! Was war das, Junge? Achso, wenn ihr etwas hört, also mein Nachbar, der mit dem Hammer schlägt, dann, ja. Dann wisst ihr, dass er halt so ist. Gut. Also, er muss was reparieren, wahrscheinlich, keine Ahnung, aber da macht er schon seit ewig, Mann. So, wir gehen einfach mal hier rein. Ich will nicht, dass das mit mir mein Doggy. Wie heißt der doch mal? Achso, Duckmeat. Hey, warte da. Aber du bleibst. Okay. Gut. Headshot. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. Mein Mann, Jungs, kommen wir wenige vorbei. Tschüss. Muss ich noch einer. Da ist er. Pisser. Juppie. Okay, gut. Wir haben mal Steampack genommen. Sollten wir ein bisschen mehr Leben haben. Da ist einer. Gut, zwei. Aber drei sind da. Mann. Oh yeah, baby. So, wo sind die denn noch? Da ist doch einer. Headshot. Oh shit. Wir fangen sofort gegen den zu kämpfen. Mir ist scheißegal. Oh ja. Oh shit. Ja.
Eat this, du Motherfucker. Oh, dem! Wie geht der ab? Ja, ja. Oh, der geht zu mir. Oh, shit. Alter Schwede, du bist ja... krasser Typ. Ja, shit. Stirb, du Wichser. Noch einer. Ja, eat this, Motherfucker. Na gut, wir werden jetzt nicht beleidigen. Headshot. Noch wer hier? Ihr habt keine Chance, Baby. Ihr habt keine Chance. So, oh, Baby. Jetzt kommt hier. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal, was wir hier haben. Das können wir später verkaufen. Oh, Hundi. Da ist noch was, Baby. Was der gelassen hat. Aha. Ja, brauchen wir nicht mehr. Was ist denn das hier? Oh. War noch einer hier? Kann er, ja, was soll ich denn machen? Öffnen? Mann, ist das ein... Ist das ein Ernst? Oh, Mann, okay, egal. Ihr hört ihr wahrscheinlich jetzt ein bisschen... Naja, kann man nichts machen. Immer mit der Ruhe, Mama. Alles okay? Alles gut, Preston. Mach keinen Aufstand. Mach Gott. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Ich bin auf meiner Seite, Garvey. Das ist schade, Mann. Im Commonwealth kann man nie genug Freunde... Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Kronkorken, okay. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Dann komm doch mit uns nach Sanctuary. Wir könnten deine Hilfe brauchen, wenn wir uns dort niederlassen. Ich überleg's mir. Bevor du gehst, Kind, noch eine Sache. Über deine Reise, die du beginnst. Denn ich habe dein Schicksal gesehen und ich kenne deinen Schmerz. Schicksal? Mein Schicksal? Was meinst du damit? Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Oh shit. Er lebt. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich wünschte, ich wüsste es, Kind. Wirklich. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ich kann nur seine Lebenskraft spüren, seine Energie. Er ist da draußen. Wer bist du, Alter? Ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City. Die größte Diamond City. Der Gegend. Was ist denn Diamond City? Ist John dort? Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich noch um. Sei still, Preston. Irgendwann... Junge, was geht jetzt hier ab? Wir brauchen das dritte Auge. Aha. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Na gut, okay. Legen wir los. Ja, ja. Ja, ja, wir gehen jetzt einfach raus und wir machen bestimmt jetzt viele Nebenmissionen. Ja, gucken wir mal. Ja. Kann ich irgendwo die Map sehen? Weil ich würde mich mal freuen, wenn ich die Karte sehen könnte. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die Karte sein kann. Ach ja, da ist die Karte.
So. Nein. Karte. Sanctuary. Okay, wir sind hier. Na, also ich... Ach ja, so sieht's aus. Ach ja, so kann ich mal größer machen. Oh shit. So, oh, bam. Das sieht also so aus. Okay. Na gut, dann müssen wir mal jetzt zu Garvey, Preston Garvey in Sanctuary. Ja, Sanctuary. Okay. Gut. Ach, er geht mit mir, oder was? Hey. Keine Sorge. Ich bring diese Leute nach Sanctuary. Aha. Schön. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du das Ding erledigt hast. Ist das erste Mal, dass ich eins von diesen Dingern aus der Nähe sehe. Bin froh, dass es schon tot ist. Ha. Huh. Also ich soll jetzt einfach so gehen die ganze Zeit, oder was? Ah. So, jetzt gibt es hier was Interessantes hier. Branim-Schädel. New Color. Oh yeah. Huh. Oh, ich wollte am liebsten eine schnelle Reise machen. Kann ich aber hier rein? Tatsächlich? Kann ich hier rein? Alter! No shit. Patronen, das ist immer gut. Achso, die warten auf mich. Na gut. Einmal hier runter. Hey. Oh, ist das ein Scheißwetter, Alter. Hm. Aber naja. Ist das so? Oh man, der hat sich gebackt. Oh, die zwei haben sie. Euer fucking Ernst, Alter. Scheiß auf die. Da kommen die wieder. Und oh, die stehen einfach so. Nein. Ja, das wird spaßig, wenn es so solche Bugs geben wird. Ich bin doch hierher gekommen. Von hier. Briefkasten. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, euch greift keiner an. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein bisschen schneller seid. Oh. Huh. Gibt es irgendwelche Viecher? Ohne Scheiß, ey Leute, ich habe keinen Bock darauf. Bewegt sich. Ja. Oh, sorry. Ja, wenn das so weitergeht. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsghule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Mein Sohn. Irgendjemand hat ihn entführt, während ich noch festsaß. Seitdem versuche ich, ihn zu finden. Scheiße. Tut mir leid. Ich hoffe, du findest ihn. Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann.
Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Ha. Ja. Und ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Welche Art von Hilfe? Was brauchen sie denn Hilfe? Hörte sich nach dem Üblichen an. Raider, die Bewohner können dir bestimmt mehr sagen. Ja, klar. Klar, ich helfe gern. Wunderbar. Klar, ich helfe gern. Minutemen könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Ach so, und falls du hier irgendwie aushelfen willst, sprich mit Sturges. Ich bin sicher, er ist... Level 4! Oh. Na gut, also das ist unsere... Ja, gut. Hey! Ich spreche mit dem Siedler bei... Den ich Paris wollte dir dafür danken. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Oh, ja, wir müssen mal gucken. What the fuck? Wie weit ist das denn bitte? Weltkarte. Da! Das... Oh Mann. Ja, bitte. Wir sollen da lang gehen. Oh Mann, das wird spaßig. Ja, lass uns mal nehmen. So gut, Doggy. Jack da. Wir gehen mal. Ach ja. So sieht das also aus. Na gut, dann müssen wir mal wohl... Gehe ich überhaupt richtig? Ja. Genau, jetzt müssen wir hier lang. Oh Mann. Das wird eine Reise. Zu Fuß. Yeah. Ey, ohne Scheiß. Kann man hier mit Autos fahren oder so? Ey, das wäre der Hammer. Das wäre sehr gut, weil... Mann, das ist echt anstrengend gerade. Es passiert gar nichts. Da lang müssen wir gehen. Aber ich würde mal sagen, die Welt... What the fuck? Alter! Geh weg! Alter, du lebst doch! Hey, mal! Oh ja! Yeah, guter Hund, guter Hund. Man, du bist aber richtig krass, Alter. Ich hoffe, dass ich dich auch upgraden kann, Hundi. Oh shit, ich habe kein Bein mehr. Das ist nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Oh, der Dogmeat hat etwas gefunden. Ah. Ja. Fleisch und Boden. Patronen, nice. Oh, Revolver. 44er. Deckel öffnen. Kirke will nicht öffnen. So. Hey. Handel abbrechen. Handel? Kann ich dir das geben? Ich würde gerne etwas ihm geben zum Essen. Oh, da ist was. Aber ich will eigentlich weitergehen. Ich will erstmal ein bisschen die Welt erkunden. What the?
Nächster. Otto. Du Wichser. Geh weg. So ist gut. Keine Energie. Ode. Oh. Damn. Warte. Oh, tschüss. Du trägst zu viel und du kannst nicht rennen. Scheiße. Ach, da bist du ja. Gut, dann müssen wir mal etwas jetzt ja, rausholen. So. Inventar. So, Kleidung. Ach ja. Oh. Hm. Ah, sehr gut. Sehr gut. Oh yeah. Das ist schön. So, wir müssen jetzt noch mal ein paar Sachen jetzt rausholen. Ablegen. Oha, ich habe echt zu viele Sachen. Oh. Ach so, okay. Ja, nehmen wir mal. Nehmen wir weg. Obwohl, weiß ich nicht. Also das will ich eigentlich jetzt nicht wegschmeißen. Hest versus Schrott. Ibrahim Schild. Ja. Weiß ich nicht. Können wir wegnehmen. So, noch ein bisschen. Was gehen wir denn wegnehmen? Baby Russell lassen wir erstmal. Was können wir denn nochmal weglegen? Ja, lass mal weg. Weg mit dem Kack hier. Gut. Wie sehen wir aus? Oh dear. So laufe ich denn jetzt, oder? Interessant. So, wir gehen mal weiter. Gehe ich überhaupt richtig? Oh Mann, Alter, ich muss jetzt die ganze Zeit gucken. Yep, wir gehen genau richtig. Oh Mann, das wird echt spannend. Wir haben gar keine Kondition. Aber langsam werde ich diesen Feeling von Fallout haben. Merke ich langsam zumindest. Aber ob die Welt so gut ist, weiß ich auch nicht. Ah. Da ist was. Was ist denn da? Oh. What the fuck? What? Alter! Ah! Rad. Vielleicht radioaktiv, leider. Ha. Huh. Kann das, dass wir hier kommen müssen? Hm, kann auch sein. Oh, entdeckt. Das heißt, dass wir vielleicht etwas Interessantes finden. What? What the fuck? Ha? Ha? Da ist nichts mehr. Wo? Wie? Dogmeat, siehst du was? Oh, der. Eat this.
So. Verlassen wir schnell. Da müssen die mal erwischen. Ore! Wo? Ich sehe hier gar keine. Oh? Boah! Autsch! Wo bist du? Oh! Oh! Shit, Alter! What the fuck? Hat dich verletzt, aber wo ist er denn? Wo bist du? Da bist du, Scheiß. Du Scheißbitter! Geh dorthin. Du stirbst, du Scheißbitter. Ach ja. Ist er. Achso, ja, ich trage jetzt zu viel. Scheiße. Mann, ich kann ja nicht immer alles nehmen. Oh, scheiße. Dogmeat. Was wollte ich denn machen? Oh, ich muss mich daran gewöhnen, den Peep-Boy zu benutzen. Oh, damn, ich habe hier zu viel. Zu viel. Munition, ja, Munition lassen wir sowieso. Gewicht. Ach so. Dandy Boy. Weg. 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 Ah, was können wir denn noch wegnehmen? Damn it, ich habe echt zu viel Sachen. Oh Mann, nee. Weg. Weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Einer weg. Dann nehme ich noch mal was. So, weg. So gut, okay. Oh Mann, oh. Naja, kann man nichts machen, wa? Okay. Gut, soll ich hier was machen? Warum ist der, habe ich keine Ahnung. Na gut, okay, Leute. Ja, wir haben jetzt... bisschen hinter uns und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr angeschaut habt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Fallout 4. Mach's gut, haut rein. Booyah!